Heute bei mir im Studio von Rundfunk 8 Gerda Kolff. Sie hat das Buch geschrieben, geistig, jung und körperlich in Schwung. Bis ins hohe Alter mit Brian Jim. Hallo, grüß dich. Ja, hallo. Aber unser heutiges Thema wird jetzt nicht dein Buch sein, da können wir in einem anderen Kapitel mal sprechen, sondern unser heutiges Thema ist Legasthenie. Für dich gibt es ja dieses Wort eigentlich gar nicht. Ja, mir ist zumindest noch niemand begegnet, auf dem es zutrifft. Also für mich sind Menschen, die sagen, ich bin Legastheniker, eigentlich schlimm dran, weil die mit einer Überzeugung leben, dass sie einfach nicht gut schreiben können, dass sie Fehler machen müssen. Also bei mir ist es so, ich kenne einige Leute, ich glaube so 10 bis 15, die schon seit ihrer Schule immer wieder gepredigt bekommen haben, sie sind Legastheniker. Jetzt sagst du, eigentlich ist dir noch keiner untergekommen. Gibt es da jetzt ein Heilsrezept für die, ich sag's mal in Klammern gesetzt, für die nicht vorhandene Krankheit? Nee, nicht ein Heilsrezept, sondern einfach eine andere Wahrnehmung. Menschen, die mir begegnet sind, die Probleme mit der Rechtschreibung hatten, hatten einfach eine ungünstige mentale Strategie. Das heißt, jemand, der wenig Probleme bei der Rechtschreibung hat, der hört ein Wort und stellt sich das geschriebene Wortbild vor. Und schreibt es dann. Und einer, der Probleme hat, der hört das Wort und schreibt nach Gehör. Und die wenigsten Worte in unserem Sprachgebrauch werden so geschrieben, wie man sie hört. Wenn ich allein das einfache Wort Lied nehme, was habe ich da für Varianten, das zu schreiben? Ich kann L-I-D schreiben, ich kann L-I-T schreiben, ich kann L-I-E-D, L-I-E-T, L-I-H-T, L-I-H-D. Und es gibt viele Möglichkeiten immer. Das hört man nicht, wie man ein Wort schreibt, sondern man muss das Bild vor sich haben, wie es richtig geschrieben wird. Und Menschen mit Problemen in der Rechtschreibung schreiben nach Gehör und haben nicht das Wort. Und das kann man trainieren. Hast du da so ein Rezept jetzt, wie das funktioniert? Also wenn jemand zu mir kommt, dann sage ich als erstes, buchstabieren Sie mal das Wort Wand. Das geht ganz einfach, W-A-N-D. Und die nächste Frage ist, buchstabieren Sie mal das Wort Fenster, aber von hinten. Und dann geht's schon los. R, E. Was machen Sie jetzt? Sagen Sie sich's wieder von vorn. Und dann weiß ich schon, dass dieser Mensch eben das Bild nicht sieht, das Wortbild, sondern es sich von vorne wieder sagt, um den nächsten Buchstaben zu haben. Wenn man ein Wort von hinten buchstabieren will, muss man das Bild sich vorstellen können. Und damit weiß ich schon, aha, das ist es, der Schlüssel. Und dann kann man das trainieren. Das wissen die meisten Menschen nur nicht. Sie wurden nicht darauf hingewiesen, dass sie sich das Wortbild vorstellen sollen. Nicht höre genau hin, sondern sieh dir das Bild genau ein und präge dir das Bild ein. Und dann kann ich einen Zettel hochhalten und da steht Wortfenster drauf. So, sehen Sie sich's genau an und dann nehme ich es weg und jetzt nochmal von hinten. Und nochmal und von hinten. Und das geht dann leicht. Also wer das nicht könnte, wenn sich einer ein Wortbild nicht vorstellen kann, dann kann es auch keinen Menschen wiedererkennen. Also okay, ich teste es jetzt mal auf die Schnelle. Ich bin jetzt nicht vorbereitet auf das Wort Fenster. Also ich behaupte mal von mir, dass ich kein, in Anführungszeichen, Legastheniker bin. Ganz schön schwer. Also ich könnte es jetzt auf Anhieb auch nicht. Ich sehe das Wort und ich könnte es natürlich jetzt langsam, wenn ich drüber nachdenke, zum machen, aber man macht das ja selten. Wo merkst du denn da den Unterschied? Weil ich jetzt als Legastheniker sagt auch, ganz schön schwer, dieses Wort jetzt rückwärts zu buchstabieren. Aber letzten Endes schaffst du es ja. Du kannst dir das Wort ja vorstellen, nur dass das unbewusst abläuft. Und wenn man die Strategie umstellen will, dann muss es erstmal eine bewusste Phase geben und dann geht es auch automatisch. Denn jeder kennt das sicher von sich, dass er ein Wort geschrieben hat und sagt, huch, das sieht aber komisch aus. Und das ist diese gefühlsmäßige Überprüfung des Wortbildes. Und das haben die schwachen Rechtschreiber auch, aber die trauen ihrem Gefühl nicht. Die sagen, egal, weiter. Schreib, mach sowieso so viel Fehler. Während ein anderer, der sagt, es sieht komisch aus, dann schreibt das eben anders. Ja, so habe ich ein besseres Gefühl damit. Oder guckt nach oder fragt jemand anders. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Klar, wenn ich ein Wort schreibe und ich stehe davor und denke mir, nee, das kann so jetzt nicht sein, ich mache es nochmal, dann habe ich irgendwann mal logischerweise das Richtige, weil es gespeichert ist, als Bild. Ja. Und Legastheniker, beziehungsweise die ja eigentlich keine Legastheniker sind, weil man sie ja wegtrainieren kann, also ist immer schwierig zu formulieren, wenn man mit dir spricht, weil das Wort Legasthenie eigentlich aus diesem gesamten Interview rausgeschnitten werden müsste. Es darf Legastheniker sein, wer will. Ich denke, es ist nur nicht sehr hilfreich, auch wenn man einem Kind das sagt. Gut, der Lehrer darf keine Note verpassen, aber das Kind läuft durchs Leben mit der Überzeugung,
Ich habe da einen Defekt im Kopf, sag ich mal. Ich kann das eben nicht. Ich muss damit leben, wurde mir gesagt. Ich bin eben Legastheniker und das ist Identitätsebene. Ich bin ein Legastheniker, wie genau wie ich bin ein Junge oder ich bin ein Mädchen. Daran gibt es nichts zu ändern. Und wenn es solche Menschen gibt, ich weiß es nicht. Mir ist nur noch niemand begegnet, sag ich so. Mir sind nur Menschen begegnet, die eben diese ungünstige Strategie haben, die nach Gehör geschrieben haben und nicht sich das Wortbild vorstellen konnten. Also die günstige Strategie ist, das Wort hören, sich das vorstellen vor seinem inneren Auge, gefühlsmäßig überprüfen und schreiben. Das ist die günstige und das kann jeder trainieren. Also das schafft auch jeder schnell, ne? Im Allgemeinen. Natürlich schreibt der nicht gleich fehlerfrei. Weil die Wörter, die er selbst falsch geschrieben hat irgendwo, die hat er auch gespeichert. Die hat er ja auch mal gesehen. Aber wenn man dann viele richtig geschriebene Wörter sieht, meinetwegen liest, dann kann das schnell verändert werden. Hast du jetzt eigentlich in deinem Buch Geistig Jung und Körperlich in Schwung auch ein Kapitel für die Legasthenie? Nein, das habe ich dort nicht. Aber da kommt der andere Aspekt dazu. Wenn ich Stress habe, ganz vereinfacht mit dem zweigeteilten Gehirnmodell, links und rechts, die haben unterschiedliche Aufgaben. Und ich sage es mal vereinfacht, die eine Aufgabe sieht die Buchstaben, die eine Gehirnhälfte, und die andere liefert das Bild dazu. Wenn ein Kind liest A, P, F, L, dann sagt die Mutter vielleicht daneben, ja, richtig, Apfel. Aber das Kind hat noch keinen Apfel gesehen, weil es in Stress war. Und bei Stress arbeiten links und rechts eben nicht so gut zusammen. Und das eine liefert eben die Details und das andere das Bild. Und das kann man unterstützen mit, worum es in dem Buch gibt, auch Brain Gym, Gymnastik für das Gehirn. Also wenn ich den rechten Arm hebe, muss meine linke Gehirnhälfte arbeiten. Und wenn ich den linken hebe, muss die rechte arbeiten. Und wenn ich dann über Kreuzbewegung mache, rechten Arm und linkes Bein und umgekehrt, linken Arm und rechtes Bein im Wechsel, dann müssen einfach beide Gehirnhälften immerzu zusammenarbeiten, gleichzeitig und hin und her. Und wenn ich das dann mache, zusätzlich zu der Strategie, den Stress noch wegkriege, denn bei Stress arbeiten beide nicht zusammen. Es weiß auch wieder jeder. Jeder kennt sicher eine Situation, wo er was gelesen hat, was er überhaupt nicht verstanden hat. Er hat laut gelesen, auch flüssig gelesen, hat aber nichts verstanden, weil er so aufgeregt war. Und bei Aufregung ist eben nicht die Gehirnintegration gegeben. Es arbeiten links und rechts nicht zusammen. Und wenn die Aufregung weg ist, der Stress weg ist, arbeiten beide zusammen. Und dann liefert das eine die Buchstaben, die Wortbilder und das andere den Inhalt, das Bild dazu. Die einen den formalen Text und die anderen den Inhalt. Und dann funktioniert das einfach. Wir haben jetzt Eltern, die haben ein Kind und dieses Kind hat ein Rechtschreibproblem. Wie können die dich jetzt zum Beispiel kontaktieren, dass du diesen Eltern bzw. dem Kind hilfst? Die können mich anrufen, die können, wie sie mich finden, ja. Über die Internetseite www.gerdakolf.de. Da habe ich nicht speziell Legasthenie genannt, weil das für mich eben nicht das Thema ist. Zum Beispiel biete ich einen Vortrag an, der heißt Tellerkopf und 30 Fehler. Und in diesem Vortrag erkläre ich das alles. Und wenn jemand einzeln zu mir kommt, erkläre ich es ihm einzeln. Und wenn ein Kind kommt und ich frage, was möchtest du denn besser können? Möchtest du denn besser schreiben können? Ja, das geht nicht, wird mir dann gesagt. Ja, warum geht das nicht? Naja, weil ich Legastheniker bin. Ja, wer sagt das? Ja, Mama sagt das. Dann ist das schon ganz schön schwierig für mich. Ich möchte da stehen lassen, dass da Menschen denken, einer ist krank. Oder sagt auch, es ist keine Krankheit, aber ich bin Legastheniker. Da ist auch schon so eine Doppelbotschaft drin. Ich sage dann nur einfach, lass uns doch mal probieren. Und mach das dann mit dem Buchstabieren von vorn und von hinten. Und mit dem Trainieren, das von hinten buchstabieren zu können. Das heißt also, die Bilder sehen zu können. Gib nochmal deine Internetseite durch. www.gerda-kolf.de. Da kann man dich im Internet erreichen oder unter der Telefonnummer 02921. 3 mal die 6, 2, 6, 4. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja.